Hallo zusammen, im heutigen Video zeige ich euch ein paar Mods, Tipps und Tricks zum Beta FPV 75X2S Whoop. Diese Mods beinhalten zum einen, wie ihr, auch wenn ihr die XT30 Version für ein Lipo habt, mit zwei kleinen Tiny Whoop Lipos fliegen könnt. Des Weiteren montiere ich ein LED und Buzzerboard, das hatte ich einfach gerade und bietet sich an. Ich montiere Crossfire, nicht aus den Long-Range-Gründen, wie viele das machen, sondern weil ich Telemetrie habe mit dem. Der eingebaute FR-Sky-Empfänger hier drin hat keinen Rückkanal und ich mag Smart Audio, was der Videosender hier drin hat. Also das heißt, ich kann dann den Videokanal direkt über die Fernbedienung wechseln. Ich schätze das sehr, deswegen montiere ich ein Crossfire Nano und zusätzlich optimiere ich innen drin die Verbindung, so dass bei einem Crash weniger kaputt geht oder nichts kaputt gehen kann. Falls ihr noch den FR-Sky-Empfänger dran habt, empfehle ich euch, die Antennen so zu montieren oder auf jeden Fall irgendwie nur nicht so, wie sie aus der Box kommen, nämlich einfach hinten raus. Ich hatte damit Failsafes, RX-Loss. Ist ja auch kein Wunder, wenn die nebeneinander und dann erst noch nicht gerade sind, dann gibt das keinen guten Empfang. So ist es sicher besser, im Idealfall 90 Grad auseinander, aber immerhin. Nachdem ich nun die Kabel ausgezogen habe und die Schrauben gelöst habe, kann ich das hier rausziehen. Oh, die möchte ich nicht verlieren. Also, das kommt so. Merken, USB kommt beim Power hin. Und was jetzt das Ziel ist, ist zum einen, dass wir diesen Stecker ersetzen und dahin machen und das damit verbinden und dass das nicht gesteckte Verbindungen sind, denn anscheinend kann das bei Crashes ungesunde Folgen haben. Es ist eine spannende Lösung, die die hier gemacht haben. Wenn man diese Verbindung hier genauer anschaut, sieht man hier, dass die eigentlich zusammengelötet sind, also beim Plus und beim Minus. Das geht hier rüber. Ist das dasselbe? Da sind die auch verbunden. Ja, okay, lustige Idee. Das heißt, die brauchen... Okay. Da werde ich sicher ein Kabel montieren. Ich glaube, das ist eine bessere Lösung. Und dann für die Motorwires von da darüber, also so. Das ist ja dann kein Problem, da gehen lediglich Signale drüber, da ist kein führender Strom, das ist kein Problem, wenn das dünne Drähte sind. Man kann nicht so viel falsch machen, wenn man die Augen offen hat, wenn man sieht, schwierig das zu halten, es hat auf beiden einen Pfeil, hier und hier. Und das muss entsprechend auch die Oberseite sein. Die Anschlüsse der Motoren gehen nach unten und für den, der USB geht ebenfalls nach unten. Also was wichtig ist, kurzes Update. Ganz wichtig ist, dass der Receiver auf dem TX1 ist, wenn ihr Crossfire machen wollt, denn das Problem ist, dass ich nehme an, ich habe kein Manual direkt gefunden, TX3 ist wahrscheinlich invertiert. Da habe ich jetzt länger rumprobiert, ohne Erfolg. So ist es nun verkabelt. Crossfire, Ground und Plus und dann der TX, also der Channel 1, der erste Ausgang am Crossfire Nano ist nun auf dem inneren Pin, das ist der RX-Pin und entsprechend der zweite auf dem äußeren.
So klappt es, so finden die einander auch. Yay, endlich! Ich hoffe, man sieht das da. Das LED-Teil habe ich ausgelassen, denn ich könnte höchstens den Buzzer montieren. Dafür brauche ich das Ding nicht unbedingt. Da würde ich, wenn schon, größeren und richtigen Buzzer hinmachen. LED-Ausgang hat es nicht. Ich habe jetzt auch keine Lust, da irgendwie versuchen, einen der Ausgänge umzuprogrammieren. Das ist nicht wirklich wichtig. Somit darf ich ihn wieder zusammenbauen. Und noch etwas. Bei mir war eine dieser Schrauben, das ist noch ein wichtiger Hinweis, eine dieser Schrauben war nicht in die Basis des Motors reingeschraubt. Mir ist aufgefallen, dass eine der Achsen nicht schön in der Mitte war. Und als ich das genauer angeschaut habe, habe ich bemerkt, dass der Motor nicht gerade aufgesetzt war. Die Schraube war zwar in das Frame reingedreht, aber nicht bis in den Motor. Schaut bei euch, ob wirklich alle Achsen schön in der Mitte sind, und dann könnte es sicher sein, dass auch die Schrauben am richtigen Ort hingehen. So, funktioniert. Ja, ist gut. So, also, und nun nach dieser Löt-Odyssee etwas zu Batterien. Kurz. Ein bisschen Theorie, nur falls ihr das nicht gewusst hättet. Das ist ein Einzellen-Akku. Ein Zweizellen-Akku. Hat zwei Zellen. Hier ist das klar. Das ist diese Situation. Da hat es einfach ein Plus und ein Minus. Also an einem Akku. Und beim Zweizellen-Akku haben wir ja hier Plus und Minus. Das ist hier. Das geht zum XT30 in diesem Fall. Und dieser Balancer-Stecker, der hat ja drei Anschlüsse. Nun, wo haben wir hier drei Kontakte? Das ist zum einen hier, hier und hier. Also, Balancer-Stecker, das ist einmal der hier, dann dieser hier und dieser hier. Das sind diese drei Stecker. Das heißt, die zwei sind zusammen ein Terminal, und das könnt ihr gut anschauen in jedem LiPo-Akku. Wenn es 5 Zellen hat, sind es 6 Kabel. Es ist immer ein Kabel mehr als Anzahl der Zellen hier. So könnt ihr auch easy sehen, was das für ein Akku ist. Das heißt, dass wenn wir jetzt aus diesen zwei einzelnen Akkus ein 2S-Akku machen wollen, brauchen wir für an den Kopf nichts anderes zu tun, als das Minus zum richtigen Pol zu bringen, wahrscheinlich so, und dann von diesem Akku und von diesem Akku jeweils sicher zu gehen, dass wir das richtig machen, sieht jetzt gerade gut aus, und diese zwei Kabel hier verbinden. Auch wenn das im ersten Moment gefährlich aussieht, so, ja, ist kein Problem so. Also ich löte die beiden zusammen und dann und das so dran, und dann habe ich ein entsprechendes Adapterkabel, dass ich zwei einzelne LiPo-Zellen brauchen kann wie ein 2S-Akku. Super Zeichnung, ne? Ich bin also äußerst stolz darauf. Wichtig dabei ist einfach, nur um das klar zu machen, wenn ihr natürlich eins der Kabel
dreht, dann dürft ihr nicht die zwei zusammenhängen. Sonst kommt das ganz sicher nicht gut. Ihr müsst wirklich ein Plus und ein Minus zusammenhängen. Ihr könnt auch die zwei zusammen, das ist egal. Einfach ja sicherstellen, dass das richtig gemacht wird. Sonst killt ihr eure Batterien. Das ist nicht hübsch. Noch kurz zu meiner Betaflight-Konfiguration. Die ist natürlich auch online. Ich habe in der letzten Zeit alle meine Dumps, wirklich alle, 3 Jahre zurück, in ein GitHub-Repo gepackt. Das ist unten verlinkt. Und da werdet ihr auch immer die aktuellsten Versionen meiner Konfiguration und meiner Konfigurations-Diffs herunterladen können. Ich habe diesen MicroQuad getuned nach einem Google Docs-Dokument, das in einer Facebook-Gruppe verlinkt war, und ich packe auch diesen Link unten rein, das war äußerst hilfreich. So, das hier ist nun meine Konstruktion. Damit könnt ihr, auch wenn ihr den Move für die 2S-Batterien habt, könnt ihr 2 einzelne Batterien gebrauchen. Das besteht zum einen aus diesem Adapter, den wir vorhin gelötet haben zusammen. Und zum anderen habe ich dann Teil 3D gedruckt. Das kommt noch in einer etwas besseren Variante hier. Das ist noch der Prototyp. Und damit könnt ihr 2 1S-Akkus unten reinmachen. Und so brauchen. So habt ihr alle Optionen. Natürlich, wie immer, diese Datei ist unten in den Kommentaren oder besser gesagt in der Videobeschreibung verlinkt. Dürft ihr gerne selbst drucken. Ich habe es probiert mit einer PLA-Version und einer TPU-Version. Ich empfehle stark, das in TPU zu drucken. Das lässt sich ein bisschen drücken. Ich glaube, mit dem PLA macht man sich früher oder später entweder den Unterteil des Kopters oder die Batterien kaputt. TPU würde ich präferieren. Hey, vielen Dank fürs Schauen dieses Videos und falls es dir zugesagt hat, findest du hier weitere. Es hilft meinem Kanal sehr, wenn du ihn abonnierst und meine Videos kommentierst, likest und teilst. Und falls du über meine neuen Videos informiert werden willst, kannst du die Benachrichtigungen mit Klicken der Glocke aktivieren. Merci vielmals, ciao zusammen.